Der HCB Südtirol hat im letzten Spiel vor Weihnachten Graz zu Gast. Die 99ers kämpfen dabei in Bozen gegen ihren Auswärtsfluch. In den vergangenen 4 Auswärtsspielen gingen sie jeweils als Verlierer vom Eis. Ganz anders die Stimmung bei den Südtirolern. Sie konnten die vergangenen 3 Spiele gewinnen und wollen diesen Aufwärtstrend heute Abend fortsetzen. Die Hausherren starten perfekt in die Partie. Im Überzahlspiel kann Graz-Keeper Toivonen zunächst den Schuss von Michelli noch parieren. Beim Nachschuss von Travis Oleksak ist er aber chancenlos. Bozen geht bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung. Die 99ers haben in der Folge mehr vom Spiel. Hier hält Torhüter Pekka Turkola den Schuss von Markus Piermann. Die Gäste kreuzen im ersten Abschnitt mehrmals vor dem Keeper auf. Dieser ist aber wie in den vergangenen Spielen nicht zu überwinden. Hier rettet er in Minute 16 mit einem tollen Reflex gegen Nixon. Auch gegen Brophy ist er aufmerksam. Mit dem 1:0 geht es in die erste Drittelpause. Die erste Chance im zweiten Abschnitt führt gleich zum nächsten Treffer. Markus Gander erkämpft sich an der blauen Linie die Scheibe und hat das Auge für Luca Frigo. Der schließt den Konter perfekt in die Kreuzecke ab und stellt auf 2:0. Es ist der 2. Saisontreffer für den Südtiroler. In der 34. Minute gibt es diese schöne Kombination der Bozener. Travis legt quer für Gander, der scheitert aber an Goli Toivonen. Kurz darauf haben die Grazer Glück. Matt Tamassoni trifft nach einem Konter nur die Latte. Die Hausherren gehen damit mit einer 2:0-Führung in die zweite Drittelpause. In der 49. Minute haben die Bozener abermals ein Überzahlspiel. Und Sekunden vor dem Ablauf der Strafe können sie auch Kapital daraus schlagen. Monardo bedient Angelidis, 3:0 für den HCB Bozen. Von den Gästen ist im Schlussabschnitt nur wenig zu sehen. Hier scheitert Brock an Torhüter Pekka Turkola, der sein erstes Shutout im Dress der Südtiroler feiert. Sekunden vor dem Ende gelingt den Italienern dann auch noch der 4. Treffer. Markus Gander vollendet eine schöne Kombination der Hausherren. Der HCB Südtirol besiegt die Graz 99ers mit 4:0. Die Italiener setzen ihren Aufwärtstrend fort, feiern den 4. Sieg in Folge und schaffen in der Tabelle den Anschluss. Die Grazer hingegen verlieren das 5. Auswärtsspiel in Folge. Ja, 3 Punkte haben wir uns heute vorgenommen, weil jetzt gehen wir eine kurze Weihnachtspause. Und für mich persönlich war es wichtig, einmal ein bisschen in den Rhythmus zu kommen, den Spielrhythmus wieder reinzufinden. Und wir haben im ersten Drittel nicht so gut gespielt. Trotzdem sind wir 1:0 in Führung gegangen im Powerplay. Den zweiten Drittel haben wir noch deutlich besser gespielt. Wir sind dann nach Minute 10 2:0 in Führung gegangen. Und mit 2:0 Führung ist es schon schwierig zu spielen, aber im dritten Drittel sind dann auch viele Powerplays gewesen und Unterzahlspiele. Und das war dann ein bisschen ein anderes Spiel wie im zweiten Drittel. Aber nichtsdestotrotz haben wir das Spiel heimgebracht. Beck hat wieder eine gute Leistung gemacht im Tor. Und alles in allem haben wir eine gute Mannschaftsleistung gebracht heute. Wir haben in super ersten Drittel gespielt, sehr viele gute Torschancen gekreiert, leider kein Tor gekommen. Und wenn wir eine Führung von 1 oder 2:0 nehmen, vielleicht ist das ein ganz anderes Spiel. Und die Powerplay von Bozen war der Unterschied im Spiel. Unsere Powerplay war nicht effizient heute. Sie haben 2 Powerplay-Tore geschossen, sehr nett und sehr gut ausgespielt. Und das ist der Unterschied im Spiel gewesen. Wir haben in den letzten 2 Drittels haben wir einzelne gute Momente gehabt, aber nicht mehr wie so in der ersten Drittel. Die erste Drittel war super, in super 20 Minuten, aber wie gesagt, leider kein Tor geschossen.